Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 5. März. Eine neue Woche und die Themen heute sind zweimal Snapchat, Instagram, Amazon, Bitcoin und Apple. Beginnen wir mit dem ersten Snapchat-Thema, denn eine neue Beta wird gerade getestet und da ist eine neue Funktion drin, und zwar freihändige Aufnahme. Diese Funktion gibt es bei Instagram schon länger, also ist diesmal der Weg andersrum, Snapchat kopiert von Instagram und wie die Funktion es schon sagt, man kann freihändig aufnehmen, indem man den Aufnahme-Button nach unten zieht und dann können 60 Sekunden aufgenommen werden, wie üblich bei Snapchat in 10 Sekunden Filmchen gesplittet, die man dann mit der Welt teilen kann. Schöne Funktion, ich freue mich drauf. Bislang musste man das Ganze immer mit einem Workaround umgehen, beispielsweise einen Fernauslöser via Bluetooth für eine Kamera. Das hat funktioniert, aber so ist es natürlich weitaus schöner und einfacher. Zweites Thema Snapchat bzw. Snap. Die haben ja auch die Spectacles, das ist die Brille von Snapchat, wo eine Kamera drin ist und wo man dann seine Snaps mitmachen kann und entsprechend später hochlädt. Da gibt es jetzt zwei Nachfolgemodelle. Einmal ein direktes Nachfolgemodell, was einfach ja, mehr oder weniger eine Spectacles ist, die verbessert worden ist mit der Kamera und der Performance. Soll ähnlich ausschauen, in mehreren Farben verfügbar sein und eventuell auch ähnlich bepreist. Die alte Snapchat ging ja für plus minus $130 über den Tresen. Die zweite ist ja weitaus interessanter und eher ein High-End-Modell, soll nämlich auch $300 kosten, ist wohl aus Aluminium und hat zwei Kameras und GPS. Und die Kameras sollen sogar 3D-Tiefe ermöglichen und aufzeichnen können, erkennen können. Was auch immer. Genaues wird man dann erst sehen, wenn das Ding wirklich vorgestellt wird. Und als nächste News da drin ist noch die Info, dass Snap anscheinend auch die Kameratechnologie an andere Brillenhersteller lizenzieren wird. Beispielsweise an Warby Parker, das ist ein großer Online-Händler von Brillen in Amerika. Und es scheint sich da was zu tun im Hause Snap in Sachen Snapchat-Brille. Viele haben ja gedacht, wir werden erst eine Drohne sehen, aber jetzt sehen wir wohl erst die Spectacles in neuer Auflage. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, gehen wir direkt zu Instagram, die ja gerne kopieren. Und es steht anscheinend der nächste Fall von Kopie an, mehr oder weniger. Denn Snapchat kann es schon, Instagram kann es eventuell jetzt auch, denn man hat in der App, also die App wurde halt auseinandergenommen. Die Leute haben sich die Daten, die Infos in der entsprechenden APK angeguckt und haben dort Hinweise gefunden, dass es bald Sprach- und Videoanrufe geben wird für Snapchat. Wie gesagt, nicht Snapchat, für Instagram, logischerweise. Snapchat hat es ja schon, aber zum Beispiel auch der Facebook Messenger hat es auch, WhatsApp auch. Es macht nur Sinn, dass Instagram da auch nachzieht. Und das wird wohl auch bald anstehen. Nächstes Thema, Amazon. Da gibt es ja den Dash-Button. Das ist so ein kleiner Button, den kann man sich hinkleben. Der ist vorkonfiguriert, man kann ihn auch nachkonfigurieren und man drückt drauf und es wird was bestellt. Beispielsweise Hundefutter oder Waschmittel. Und da hat nun das Landgericht München entschieden, dass der Amazon Dash-Button gegen geltendes Recht verstoßt. Denn die Verbraucherzentrale NRW hat geklagt, hat gesagt, der Online-Shopper wird nicht ausreichend über das Produkt und den Preis informiert. Ja, logisch, ist halt nur ein Knopf und ja. Damit sind sie durchgekommen. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig und ja, spannend mal zu gucken, was daraus wird. Denn ja, wie soll man das umgehen? Beziehungsweise wird da nicht irgendwie die ganze Logik aus einer Vereinfachung von einem Produkt rausgenommen? Ich bleibe auf jeden Fall dran und werde euch informieren, falls es da Neues zugibt. Eine ganz andere irre Geschichte ist in Island passiert. Dort wurden 600 Bitcoin-Mining-Rechner gestohlen. Also Computer, Hochleistungscomputer, die optimiert werden dafür, dass sie Krypto-Mining machen können. Und diese wurden aus isländischen Rechenzentren gestohlen. Also 600 Teile und die Polizei weiß erstmal nicht, was passiert ist, vermutet aber, die Dinger wären noch im Lande. Und nun ist die Idee, die brauchen ja viel Strom, dass man vielleicht den Verbrechern auf die Schliche kommt, wenn irgendwo sehr viel Strom auf einmal benötigt wird. Damit die Rechner natürlich arbeiten und entsprechend Kryptos, also meinen, damit sich das überhaupt lohnt, die Dinger geklaut zu haben.
Ansonsten haben die Rechner an sich schon anscheinend einen Wert von 2 Millionen US-Dollar. Sind, wie gesagt, Hochleistungsrechner. Und ja, also auf jeden Fall eine irre Geschichte. Ihr könnt es euch gerne mal durchlesen. Link dazu ist in den Shownotes. Und letztes Thema für heute, Apple. Die haben sich eine weitere Managerin geholt von Sony bzw. Sony Pictures Television. Apple macht ja auch mehr in Content, wird halt bis zu 10 Serienprojekte jetzt anstoßen und hat in der Vergangenheit schon bei Sony gewildert im Content-Bereich. Und jetzt haben sie mit Angelica Guerra die Chefin für ihr lateinamerikanisches Programm gefunden. Diese war in ähnlicher Funktion bereits bei Sony tätig, hat dort für das entsprechende Fernsehstudio von Sony die Hispanics und lateinamerikanischen Märkte wie Kolumbien, Mexiko und Brasilien geleitet. Und ja, eindeutiger Schritt, dass Apple da ernst macht mit Content und sich auch auf Märkte außerhalb von USA konzentrieren wird. Also entsprechend nicht konzentrieren wird, sondern breiter aufstellen wird. Ja, das war's auch für mich für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Es ist Montag, habt einen guten Arbeitstag, einen guten Schultag. Für mich geht's Mittwoch wieder in Richtung USA, zu South by Southwest. Aber ich werde versuchen, den Daily auch von dort aus zu bespielen. Eventuell springt der Martin zur Not ein. Aber wir werden sehen, ich versuche es auf jeden Fall. Und vielleicht habe ich da auch ein paar News für euch. Also, wie gesagt, bis dann. Wir hören uns hoffentlich. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.